Dragon Ball habe ich gezeichnet. Ich hatte sogar mal fast einen Dragon Ball Manga gezeichnet gehabt. In meiner... Etwas mehr hatte ich schon erwartet. Auf der Insel der Zeit warst du so konzentriert, so entschlossen. Ja, ja, das stimmt. Auf der Insel der Zeit, siehst du? Woher weiß er das denn? Du versuchtest nur zu schützen, was dein Eigen war. Was ist daran verwerflich? Seht euch um. All die Zerstörung ist mein Werk. Ja! Ich muss das ja machen. Ach scheiße, war da hinten noch irgendwas? Na, jetzt komme ich natürlich wieder nicht zurück. Mann, da hinten sah doch aus, als wenn man da irgendwie noch lang könnte. Ach, kacke. Mann, scheiße. Ja, guck mal, wie krass das Tattoo jetzt schon mittlerweile ist, ne? Auf dem Arm. Der komplette Rücken ist fast schon zu, ne? Im Freudenhaus herumlungern, während deine Stadt vor die Hunde geht. Nennst du das Heldentum? Ich bin für Fahrer hier. Du bist nicht für Fahrer hier, sondern nur für dich. Sie hat Schuldgefühle in dir geweckt. Und du willst sie. Was war das jetzt eben? Oh Mann, Mann, Mann. Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit hier. Ihr kennt meine Motive nicht. Ihr kennt mich nicht. Ich bin du. Je eher du das begreifst, desto besser. Ich bin du. Oh, hoppala. Alles gut, mach's gut. Schönen Abend dir noch. Schlaf gut. Und, jo. Hey, was ist das denn jetzt? Warte mal, jetzt muss ich kurz... Ah, okay. So. Du darfst natürlich nicht so viel Lärm machen, Sim. Nicht so viel Lärm machen. Das ist nicht gut. Fahrer! Mach's gut, Panda. Ich habe über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Ich. Ach, da ist die Alte. Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Da ist die Alte. Der nächste Gegner. Wenn ihr den Tod sucht, dann wartet gefälligst. Ich glaube, die konnte sich auch immer teleportieren, ne? Es dürfte sicher sein. Geh zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. Ja, ja, ich glaube nämlich, die konnte sich nämlich immer... Die konnte sich nämlich, glaube ich, immer teleportieren und sowas alles. Das war nämlich gar nicht so einfach, das weiß ich noch. Da habe ich nämlich meinem Vater mal geholfen, der das auch mal gespielt hatte. Und der hat da nämlich immer der hat da dran gehangen ohne Ende. Ihr wisst genau, dass das Freudenhaus jetzt sicher ist. Wenn ich jedoch dieses Sandmonster nicht töte, ist es für Fahrer gewiss zu einer Gefahr. Sag ich ja. Mann, die Kamera ist natürlich wieder, die ist wieder so herzallerliebst, die Kamera. Das ist der Hammer, ne? Hey, was? Hä? Was ist denn das? Ich verstehe das gerade gar nicht, ne?
Doch, genau jetzt. Verwende dich. Oh. Wie geil eigentlich, ne? Genau, und jetzt ist er nämlich rübergesprungen, immer genau. Und dann musste ich nämlich rüberjumpen. Vielleicht solltest du in Erwägung ziehen, ihr zu folgen? Ja, mach ich ja. Hast du vor, die Verfolgung aufzunehmen oder willst du sie entwischen lassen? Ach, ich weiß, was ich machen musste. Ich musste nämlich, ich glaube, die Zeit immer anhalten. Sie verspottet dich, Prinz. Geh und strafe sie. Nein! Was machst du da? Kletter hoch, Alter! Meine Güte! Ich immer mit Zeitlupe. Du bleibst schön hier. Du bleibst schon hier. So. Ich glaube einmal noch und dann sollte es eigentlich gewesen sein. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Mit der Verwandlung der gefangenen Frauen begonnen. Ihr erkauft euch höchstens Zeit. Das war's? So ist die gestorben? Und das ist ja richtig. Erhielte ich doch jedes Mal bitter. Sand, wenn ich so etwas höre. Tue ich. Die Frauen sind frei und in Sicherheit. Ihr tatet recht zurück. Prinz? Ihr gehört zu ihnen? Nein, Pfarrer! Es ist nicht so, wie ihr denkt. Ihr seid ein Sandmonster. Elender Lügner die ganze Zeit. Nein, der Sand hat mich befallen, das ist wahr. Aber mein Geist und mein Herz sind mein. Bitte glaubt mir. Kommt mir nicht zu nah. Das ist aber komisch, ne? Er hat im zweiten Teil hatte er auch eine alte, die er sogar mitgenommen hat. So, im ersten Teil hatte er sie an der Backe, die er wahrscheinlich auch geknallt hat oder keine Ahnung. Und jetzt trifft er sie wieder, die Anne ist down und er hat schon die nächste. Also, der ist ja wie Alex. Ist ja genauso ein Frauenverschleiß wie bei Alex. Ist ja der Hammer. Ein mega Frauenverschleiß, der Junge. Muss ich eigentlich hier runter? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich muss hier nicht runter, oder? Ah, hier lang. Tja, du hast sie angelogen. Nein, ich wollte...
Ja. Aber sie hätte nicht verstanden. Was hab ich getan? Ist er nicht gesprungen? Der ist nicht gesprungen. Müsste nicht bald hier irgendwas mit Wasser kommen? Oder wie lange bleibt er jetzt am Start, der Prinz hier in dunklen Zeitalter? Prinz. Ja, ich weiß. Sein Geheimnis war ans Licht gekommen. Ja. Und Farah schien verstört von dem, was sie sah. Ah, so, okay. Vielleicht hätte er von Beginn an aufrichtig sein sollen. So ja. Schweigend wurde ihm sein Fehler gewahr. Das ist natürlich blöd für ihn, ja. Ist natürlich ein bisschen blöd. Also ich glaube, dass wir es wahrscheinlich sogar schaffen könnten, heute das Game noch durchzuspielen. Oh nö. Ich glaube, wo kommen die denn eigentlich? Achso, die kommen aus den Löchern da. Wir brauchen auch nämlich noch einen Sandbehälter, ne? Wo haben wir alle? Na, ich denke, wir haben alle. So, gut, dann gucken wir uns kurz mal um nicht irgendwas zu verpassen. Aber ich glaube, da gibt es nichts. Okay, das bringt nichts. Warte mal. Ich glaube, ich bin hier gar nicht richtig, glaube ich. Kurz mal Sand nochmal snacken. Okay, ich muss wahrscheinlich hier hoch, oder? Ja, super. Schönes Ding. So. Ah, okay, und dann darüber. Aha. So wird das. Ich glaube, wir könnten es heute sogar schaffen, das durchzuspielen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ist gerade 1.10 Uhr. Ein bisschen haben wir ja noch. So. Ah, hier lang. Okay. Ja. Aber diesmal ist man ganz schön lange als der Prinz, ne? Diesmal ist man ganz schön lange. So. Na, siehst du, die haben wir schön weggesetzt. Oh, stiller Prinz. Sehr schön. Okay. So, neue Gegner. Oh, was ist das denn? Achso, der hängt da bloß oben drauf. Ich dachte, was ist das denn für ein Typ? Der ist ja so riesig. Aber wenn die im Ding sind, dann ist das immer besser, ne? So, jetzt müsste ja theoretisch eigentlich da hinten die irgendeine Tür müsste ja aufgehen, ne? Irgendeine Tür müsste ja aufgehen, quasi. So. Ah, okay, da ist die Tür. Ja, ich habe die Tür nicht gesehen. Sag ich ja, über 4 Stunden haben wir noch. Das läuft eigentlich sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir noch 4 Stunden brauchen dafür.
Ja, mit der Kette ist schon richtig stark, ne? Also mit der Kette geht der schon gut ab. Ah, okay. Einfach Blätter davor gemacht. Fahrer, warte! Fahrer, warte! Ah, Wasser. Ach, guck mal, Deckersand Jin hat es endlich geschafft, auf den Discord zu kommen. Habe ich gerade gesehen. Gut, wir sind wieder der normale Prinz. Da ist ein Speicherpunkt. Nur halt, dass es eine Frau der sagt. Der Prinz reinigte sich also in den Wassern des Brunnens. Sein Körper schien wieder normal, doch sein Geist war weit davon entfernt. Okay. Okay, das ist nicht das, wo wir hin müssen. Ah, doch. Warte. Na nun. Nee. Okay. Okay, ah. Ah. Ich muss da so lang jumpen. Aha. Gut. Okay, jetzt muss ich. Warte mal. Nee. Da komme ich so nicht lang. Na, ziehen kann ich das ja auch nicht, ne? Nicht ziehen kann ich das nicht. Ach, warte mal. Ach, okay, ich muss doch darüber. Ich muss trotzdem darüber. Ja, wir kommen. Hä? Da oben steht ein Typ. Hä? Das, ich verstehe es jetzt nicht gerade, warte mal. Ich kann ja hier nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Hä? Und, oder kann ich es doch ziehen und schieben? Ah, ich kann es doch bewegen. Meine Güte. Ich wollte schon meinen, ey. Anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen, ne? Dein Hund ist ja auch noch fit. Ja, der war eben kurz hier. Der geht immer wieder in seinen Korb und pennt dann immer weiter. Der Sack. Haha, genau so wird das was. So wird das was. Dann können wir da nämlich rein. Ich weiß auch gar nicht, was er hier für Faxen macht schon wieder. Die Kamera ist richtig für den Arsch schon wieder. Die Kamera ist sowas von dumm gemacht, ey.
total dämlich. Konnte man das nicht irgendwie einstellen? Thank you.